Also, wir wollen uns euch heute Hachi vorstellen. Hachi, die Wetterstation, die für ihre Gesundheit sorgt. Unsere Idee war, also wie wir da generell darauf, also unser Motto ist, mit Code die Gesundheit schützen. Und also ja, das haben wir vielleicht ein bisschen von dem Jugendhack-Motto abgeguckt, aber ja gut. Wie wir darauf gekommen sind, wir haben halt eine Projektidee zum Thema Gesundheit gesucht und sind dann halt darüber auf diese Idee gekommen, eine Wetterstation zu machen. Ja. Mit dieser Wetterstation wollten wir halt die Menschen über die Daten ihrer Umgebung informieren. Wieso das Ganze? Weil zum Beispiel, wenn ein Aachener sich interessiert, ob er jetzt rausgehen kann wegen gewissen Atomstrahlungen, dann hilft unsere Hachi-Wetterstation ihm in diesem Fall weiter. Oder wenn sie sich dafür interessieren, ob sie jetzt nach draußen gehen können oder ob da vielleicht etwas zu viel CO2 in der Luft ist, dann ist Hachi-Wetterstation genau das Richtige. Unsere Schwierigkeiten dabei war, ich denke, da wird auch gleich Sven nochmal zukommen, Datenübertragungen, und zwar einmal von einem Geigerzähler und unserem Raspberry Pi und von dem Arduino und dem Raspberry Pi. Die Technik, ich glaube, dazu wird jetzt Sven was erzählen. Also die Werte werden vom Arduino mithilfe ein paar Sensoren ermittelt und über ein Kabel an ein Raspberry Pi weitergegeben und dieser wertet sie aus und zeigt sie auf einem Bildschirm an. Jetzt werden wir Ihnen die Ansicht von dem Raspberry Pi zeigen. Das wird hoffentlich funktionieren. Oder ich denke, es wird funktionieren. Da muss der Sven. Was ist das? Die Kamera? Kamera brauchen wir eigentlich nicht, aber. Ich steck mal die Kamera vielleicht aus, oder? Nein, das ist falsch. Aber gut, dann können wir gleich auch noch unsere Technik ein bisschen zeigen. Wir haben. Okay, können wir doch nicht. Okay, dann. Dann schieß doch mal los mit Hachi der Wetterstation, oder? Mal sehen. Und ja, sieht gut aus. Ja. Ja. Hallo. So. Du hast ein eh zu viel. Ja, also was Sie hier gerade sehen, er wird jetzt das Programm starten, genau, das Programm Hachi, welches die Daten ausliest. Das sieht einfach aus, ist es aber leider nicht. Wir haben hier Geigerzähler. Ich weiß nicht, möchtest du den vielleicht auch mal vorstellen? Oder soll ich das machen? Okay, gut. Wir haben hier einen Geigerzähler und dieser Geigerzähler, und zu Demonstrationszwecken haben wir hier auch Uranglas uns besorgen lassen. Der wird hoffentlich jetzt gleich hochzählen. Nein, wird er nicht? Wird er? Ja, er hat keine Lust. Ah, ja, genau, ja, gut, ja. Da, und das ist unser Geigerzähler. ja, gut. Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Dankeschön.